Willkommen bei der Lernwerkstatt. Was ist mein T-Shirt wert? Willkommen beim Verein Umweltlernen in Frankfurt. So, also was schätzt ihr, wie viel Wasser braucht man für ein so ein Baumwoll-T-Shirt? 10 Liter auf der 1, 100 Liter auf der 2, 1000 Liter auf der 3 oder 10.000 Liter auf der 4? Der Verein Umweltlernen bietet eine Unterstützungsstruktur für Frankfurter Schulen und ein Beitrag sind zum Beispiel Lernwerkstätten. Und was man hier jetzt sieht, ist die Lernwerkstatt Was ist mein T-Shirt wert? Das ist unser Beitrag zum Jahresthema Geld der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung zum letzten Jahr. Thema spannend, dass man ein T-Shirt von verschiedenen Seiten beleuchten kann. Man kann politische Fragen sich stellen, man kann sich mit den ökologischen Problemen auseinandersetzen und soziale Fragen sind auch ganz wichtig. Und für die Schüler ist T-Shirt einfach ein ganz spannendes Thema, weil Klamotten und Aussehen in dem Alter super interessant ist und wichtig ist. Sie lernen dadurch auch in der Kleingruppenarbeit soziale Kompetenzen. Sie lernen miteinander zu kommunizieren, sie lernen es, Argumente aufzustellen, Argumente gegeneinander abzuwägen und über verschiedene Aspekte zu diskutieren und das dann zu einem Gesamtbild zusammenzubringen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ein einziges T-Shirt 10.000 Liter verbraucht. Da habt ihr ein T-Shirt sozusagen entworfen oder zumindest die Kriterien dazu gesammelt und das wäre schön, wenn ihr uns das mal vorstellen könnt. Also wir haben uns eine Firma sozusagen ausgedacht und unser Label heißt Urban Green. Und wir haben uns überlegt, dass wir halt die Sozialstandards einhalten wollen. Das heißt, dass unsere Arbeiter fair bezahlt werden, dass wir gerechte Pausen haben, nicht zu lange Arbeitszeiten, dass wir halt auch bei den Bauern, wenn wir unsere Ware einkaufen, faire Preise also, dass sie fair erhandelt sind und die Preise nicht zu niedrig sind, sodass die Bauern auch ihren Lebensunterhalt haben.